Hi Leute, heute habe ich mal vom VPOC ausgetradet. Kleiner Spaß. In den beiden letzten Videos haben wir euch ja das Konzept von abgelehnten und akzeptierten Preisen genauer vorgestellt. Wer diese Videos noch nicht gesehen hat, die werden wir euch in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Und ja, viele Trader bei Edenthal verwenden dieses Konzept. Und ein Beispiel-Trade, den der Tim gemacht hat, ein Trader von Edenthal, das werden wir euch in diesem Video genauer vorstellen. Und ihr werdet in dem Video auch den Tim persönlich kennenlernen. Dann, Tim, schön, dass du heute da live dabei bist. Hast ja mal wieder einen sehr, sehr schönen Trade gemacht, den wir auch gleich noch genauer besprechen wollen. Und ja, für alle, die Tim noch nicht kennen, Tim ist seit gut einem Jahr Trader bei uns. Handelt derzeit ein 50.000-Dollar-Konto und ja, macht in den letzten Wochen und Monaten echt richtig schöne Trades. Und wie das dazu gekommen ist, das wird er euch heute mal in diesem Video selbst verraten. Ja, Tim, vielleicht erzählst du ein paar Sachen zu dir. Wie lange tradest du schon? Ja, was waren so deine ersten Gehversuche im Traden? Ja, was hat sich dann verändert, wo du zu Heldentage gekommen bist? Lass die Zuschauer da gerne mal teilhaben, wie so deine Erfahrungen waren, vor allen Dingen auch am Anfang, ja, wo du gestartet bist, was hier neu war im Vergleich zu dem, was du vielleicht vorher kennengelernt hattest. Ja, also mein Name ist Tim, ich bin 28 Jahre alt. Ich trade seit circa 4 Jahren. Angefangen habe ich mit CFD und Forex Trading und da quasi den Ansatz der Markttechnik verfolgt. Quasi der Klassiker, mehr oder Der weniger. Ja, Klassiker, genau, so so wie es. wie alle anfangen mal. Ganz Ich genau. habe auch genauso angefangen. Ja. Also es war eigentlich die gleiche Situation, das gleiche Vorgehen. Und deine Erfahrung mit der Markttechnik? Ja, funktioniert, funktioniert mal nicht, öfter nicht. Und daraufhin habe ich mir gedacht, ich musste irgendwas verändern und bin so auf Heldental gestoßen. Weil ich schon immer quasi mir gedacht habe, man muss es ja irgendwie schaffen können, im Trading erfolgreich zu werden. Dann lass uns doch jetzt einfach auf deine Trade direkt zu sprechen kommen. Und ja, das war im Prinzip, kann man schon sagen, eigentlich ein Muster-Trade, wenn man es so möchte. Ja, also lehrbuchmäßig hast, glaube ich, von den abgelehnten zu akzeptierten Preisen gehandelt. Ja, das Konzept, was wir hier verfolgen, ja, wo wir auch schon Videos drüber gemacht haben. Und dass es auch tatsächlich funktioniert in der Praxis, ja, jetzt beispielsweise nicht nur für mich, der viele Trades nach dem Prinzip vorstellt, sondern auch für andere. Das hast du mit dem Trade sehr, sehr gut bewiesen und das werden wir jetzt mal gemeinsam besprechen. Und ich teile einfach mal meinen Bildschirm und du kommunizierst uns so ein bisschen die Ideen, die du damit hattest. Und ja, damit starten wir jetzt einfach mal. Also ich teile den Bildschirm und dann legen wir los. So, da haben wir jetzt die Mara-Aktie, Tim. Ich denke, der Chart kommt dir bekannt vor. Ja, der Trade, den du gemacht hast, der war ja am 19. April. Ich habe jetzt hier den Rest mit TradingView schon mal abgeschnitten. Ja, das heißt, wir sehen die Aktie jetzt so, wie du sie auch gesehen hast an dem Tag. Das war die Pre-Market-Phase und ja, das Level bzw. der Bereich, den du getradet hast. Wir wollen es jetzt auch nicht zu weit in die Länge ziehen. Das entscheidende Level, was du dir angesehen hast, das war das 37er Level, ja. Das heißt, wir sehen ja hier auch Pre-Market. Ich mache das kurz mal weiß, damit man das auch sieht. Also das war das entscheidende Level, die 37. Da hast du den Trade geplant und man sieht ja schön, dass da extrem wenig Volumen gehandelt wurde. Ja, das heißt, hier in dem Bereich sind die Preise abgelehnt worden. Es gab hier eine Pre-Market-Reaktion. Wie hast du den Trade jetzt, sage ich mal, geplant? Und wie bist du jetzt, wo du diese Pre-Market-Phase hier gesehen hast, genauer vorgegangen? Also als ich das gesehen habe, wollte ich quasi wissen, was in der Vergangenheit an diesem Level passiert ist und Okay, habe so. das schauen wir uns mal an. Ja, also wir sehen jetzt hier das 37er Level, ja, was jetzt Pre-Market angetestet wurde. Das haben wir auch in der Vergangenheit und zwar hier am 26. ja, auch schon mal punktgenau angetestet. Und auch da ist dieser Preisbereich wieder abgelehnt worden. Ja, also für alle, die das nicht glauben, ja, dass das die bessere Variante ist, von abgelehnten zu akzeptierten Preisen zu handeln, das sieht man hier wieder. Also wir sehen jetzt hier extrem wenig Volumen wurde hier gehandelt. Ich mache das wieder weiß. Ja. Und hier sehen wir, sind die Preise akzeptiert worden. Und unser Ziel, was wir haben, wenn wir einen Trade machen, ist, von diesen abgelehnten Preisen zu den akzeptierten Preisen zu handeln. Ja, also hier sehen wir nochmal, am 26. April ist dieser Bereich angetestet worden, ist abgelehnt worden. Ja, das heißt, diese Seitwärtsphase, die wir hier gesehen haben, ja, die war
Jetzt natürlich wichtig für den Trade, ja, weil es natürlich entscheidend, ja, was ist zuletzt auch im Markt hier an diesem Level passiert. Und da haben wir ja auch hier gesehen, wie eindeutig der Markt dieses Level interpretiert hat. Und die Annahme, die man haben kann, ist, dass der Markt mehr oder weniger ein Gedächtnis hat und sich diese Marken merkt, wenn ihr es so wollt, und dann mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch wieder genauso reagiert, wie er es davor getan hat. Ich weiß nicht, wollen wir das Ganze kurz mal abspielen lassen, hier unten im Zeitraffer, dass die Leute sehen, wie der Markt zu dem Level gelaufen ist und ja, wie dann auch wieder eine Reaktion stattgefunden hat, die du ja dann dementsprechend getradet hast. Ich klicke hier unten mal, ja, wir sehen jetzt quasi, jetzt geht's los, ja, der Markt testet dieses Level, wir laufen direkt daran und sehen direkt eine sehr, sehr schnelle Preisreaktion. Welchen Preis hast du bekommen für deinen Einstieg? Die 36,95, meine ich. 36,95. Das heißt, der Markt ist nur ganz wenige Ticks gegen dich gelaufen. Ja? Also ich glaube, das Hoch ist hier auf der 37,13. Und wenn wir hier mal weitermachen, dann sehen wir auch, ja, dass wir darin direkt abgelehnt werden und ja, dass die Aktie von diesem Level direkt weg nach unten läuft. Und für alle, die es noch genau wissen wollen, ja, Tim hat also genau diesen perfekten Preis hier oben bekommen. Ja, die Aktie ist nicht einmal gegen ihn gelaufen in Wirklichkeit und er konnte von dieser Gegenbewegung, ja, die danach kam, extrem profitieren. Ich glaube, hast dein Daily Loss verdient in dem Trade, was auf $200 ist. Wie hoch war dein Risiko und wie war dein CRV in dem Trade mit Ausgällen? Also mein Risiko war circa mein halbes Daily Loss. Realisiert habe ich dadurch dann einen 2:1. Ja, was kannst du noch sagen? Wie lange verfolgst du das Konzept schon und wie sind, ich sage jetzt mal, in den letzten Wochen und Monaten deine Erfahrungen, wenn du dich so auf den Markt vorbereitest und versuchst, diese Chancen wahrzunehmen? Verfolgen tue ich es jetzt mittlerweile seit 4 Monaten circa ausschließlich. Ich mache quasi nichts anderes mehr, als nach diesem Konzept zu traden. Mhm. Zum einen ist es ein wesentlich entspannteres Trading, weil wenn die Trades anlaufen, dann laufen sie meistens oder eigentlich fast immer auch sofort an. Und ich muss quasi nicht lange warten, ob der Trade jetzt was wird oder eben nicht. Hältst du dich an deinen Plan oder wirfst du den auch kurzfristig nochmal über den Haufen? Also mittlerweile gar nicht mehr. Ich verfolge stumpf diesen Plan und wenn der nicht eintritt, dann habe ich eben keinen Trade. Wie ist dann das Gefühl, wenn der Markt nicht zu deinem Level läuft und du nicht in den Trade kommst? Springst du dann hinterher oder hast du dann keinen Trade? Dann, wie gesagt, habe ich keinen Trade. Es ist dann teilweise recht frustrierend, wenn es auch wenige Ticks sind, wo man nicht abgeholt wird. Aber lieber so und dadurch eine deutlich höhere Trefferquote. Das heißt, du hältst dich an deinen Plan. Ja? Wenn dein Level nicht erreicht wird vom Markt, dann hast du halt keinen Trade. Und ja, ich bin ja jetzt auch schon seit gut 3 Jahren als Coach tätig. Das ist am Anfang mit Sicherheit die Schwierigkeit, ja, denn man will Trades machen und man ist auch da geneigt, mehr vorzeitig in den Markt zu gehen. Aber wir müssen uns immer vergegenwärtigen und sollten das immer berücksichtigen, wenn wir traden. Ja, wir sind Trader, das heißt, wir wollen einen guten Handel machen und wir wollen natürlich auch den besten Preis haben, ja, für unseren Handel, den wir bekommen können. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auf diesen guten Preis warten. Und wenn der Markt nicht dahin kommt, dann war der Preis nicht der, den wir haben wollen. Und dann handeln wir halt nicht, ja, ganz einfach. So, hier sehen wir jetzt nochmal den Trade von Tim. Das Level, was wir hatten, das war eine 37. Hier ist er short eingestiegen, hat hier verkauft, hat hier die Aktie zurückgekauft. Ja, das sehen wir anhand der grünen Pfeile. Hier hat er jedes Mal sein Risiko reduziert. Und wir sehen hier unten, das Ergebnis in dem Trade waren $200. Ihr seht an dem Beispiel, das Konzept, das funktioniert. Ja, es funktioniert nicht nur für mich, sondern auch für andere Trader aus unserer Community. Es ist ein kleiner Bestandteil in der Ausbildung von Heldenthal und vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig aus meiner Sicht, es ist nicht subjektiv, hätte, könnte oder vielleicht, sondern es ist objektiv und es ist einfach Fakt, dass die Preise abgelehnt wurden, dass da kein Umsatz stattgefunden hat und ja, dass der Markt sich daran erinnert und auch mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit in Zukunft, wenn der Preis wieder an diese Level kommt, dass da die Preise wieder schnell abgelehnt werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert unseren YouTube-Channel und für alle, die sich für eine Zusammenarbeit interessieren, können sich gerne unverbindlich auf unserer Seite www.heldenthal.com bewerben.